Es fing alles ungefähr vor einem Jahr an. Hallo, heute gibt es mal ein etwas anderes Video von mir mit Reni zusammen, denn sie ist momentan bei mir in Köln zu Besuch. Du freust dich schon richtig, ne? Bin unglaublich glücklich. Weil ich habe mir da etwas gedacht, was ich für diesen Kanal mache. Ich finde, das ist schon eine süße Idee eigentlich von mir für die Community. Für die Community. Ja, und zwar gab es da so eine kleine eBay-Kleinanzeige. Vielleicht sollten wir mal abspielen, was ich Reni dann als WhatsApp-Nachricht geschickt habe. Reni, ich habe eben eine eBay-Kleinanzeige bestätigt. Das heißt, du musst mit mir am Montag... Oh. Hallo, Dennis. Ich habe eben eine eBay-Kleinanzeige bestätigt. Das heißt, du musst mit mir am Montag um 15 Uhr dahin fahren und 80 Bananenkisten, Bücher mit dem Auto hin und her fahren und schleppen. Ich habe übrigens Rückenschmerzen, ich kann nicht so viel schleppen. Bist du dabei? Bitte sag ja. Was heißt denn das? 80 Bananenkisten voll mit Büchern. Du, pro Kiste, wie viele Bücher sind das? 40. 40. Und wie viele Kisten müssen wir holen? 80. In dem Moment ist Renis Leben komplett an ihr vorbeigezogen. Der Sinn dahinter ist eigentlich, dass ich kenne die ganzen Bücher gar nicht, dass ich die irgendwie dann sortieren werde und dann kleine Buchpakete machen werde, so à la Recycling und wie sagt man das denn? Ja, save the resources. Ja, genau. Und zwar, also die Bücher sind natürlich schon gelesen, aber ich habe mir trotzdem gedacht, dann kann ich die als kleine Pakete an euch versenden, bei irgendwelchen Gewinnspielen oder sowas. Und dann habt ihr coole neue Bücher und seid überrascht und freut euch vielleicht darüber. Ich hoffe, das sind auch coole Bücher, nicht nur von 1913, aber vielleicht mögt ihr die ja auch. Eine Sonder-Hitler-Collection oder so. Der Typ hat gesagt, 80 Kisten, ne? Das ist schon sehr viel. Die kannst du nicht einfach in deine Wohnung stellen, dann bricht der Boden zusammen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir die überhaupt alles hingelagert bekommen, ob wir das heute alles überhaupt alles schaffen. Jo. Ja. Was willst du mit den Büchern, Aline? Eine Bibliothek eröffnen ansonsten. Nein, ich guck mal und vielleicht schmeiße ich uns auch alle wieder weg. Okay, das sollte ich nicht sagen, wenn die Recycling-Zeug machen will. Aber wir bekommen gleich noch männliche Verstärkung und dann nehme ich euch mit, wenn das Akku hält. Würde ich sagen, ja, es war schön, euch gekannt zu haben. Und wie happy seid ihr? Ich möchte keine Antwort haben. Ja, ich halte die Türen auf. Hier, Platz. Kannst du umklappen? Ja. Schon, dass man das hinten schon deutlich sieht. Wenn du einfach mal den Abstand hier vorne dir anguckst. Oh, Scheiße! Und Melina? Läuft. Bin ich schon nass? Geht. Gute Sachen. Lexika. Ja. Zwei Stunden später. Melina, letzte Fuhre. Oh, ich habe es gleich geschafft. Guck mal, sieht die leeren Wagen. Alles leer. Noch voll außer Atem, aber wir haben es geschafft. Komm, schlag ein. Yay. Ich sehe es nicht. Ja, ihr habt auf jeden Fall noch was gut bei mir. Okay, also, ich habe ja keinen großen Kellerraum, ne? Aber die Kisten sind jetzt drin. Okay, wir gehen jetzt mal nach oben gehen. Und jetzt abschließen. Da stehen ja auch noch welche. Da stehen auch noch welche. Und hier steht der restliche Scheiß. Gut, dass ich noch alles leergeräumt habe. Mein Wohnzimmer sieht so kacke aus. Und jetzt, ungefähr ein Jahr später, habe ich endlich für euch das erste Buchpaket fertigstellen können. Beziehungsweise ich habe schon einige auf Lager, aber jetzt möchte ich ganz gerne das erste für euch verlosen. Die Bücher sind, wie gesagt, gebraucht, aber trotzdem umsonst für euch. Und deswegen könnt ihr jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer ein Buchpaket irgendwie gewinnen, wo dann 10 Bücher zu einem Genre drin fest sind. Ich selbst habe die Bücher aber nicht gelesen und habe einfach nur durch Googeln ja, die Altersgruppe herausgefunden oder welches Genre ungefähr das Buch sein könnte, weil das natürlich nicht immer direkt da drauf
steht und einige Bücher auch vielleicht ein bisschen älter sind, die auch gar nicht wirklich so einen Google-Eintrag haben, aber trotzdem immer noch, ja, niceen Zustand haben und auch interessant aussehen. Also seid ihr mir bitte nicht böse, wenn ihr das Paket dann zu Hause haben solltet, dass vielleicht doch ein Buch ganz anders ist als gedacht. Und heute das Paket ist ein Thriller-Paket, also 10 Thriller-Bücher. Was müsst ihr tun? Da das alles nicht irgendwie eine Kooperation mit Verlagen ist und ich auch nicht unbedingt Werbung mit meinem Kanal machen will, schreibt einfach unten in die Kommentare, warum ihr Bock habt, dieses Buchpaket zu gewinnen. Sei es aus Umweltgründen, sei es, weil ihr einfach keine Bücher zu Hause habt, was weiß ich. Also mir ist das total egal. Ich muss nur irgendwelche Kommentare unten haben, damit ich jemanden, ja, auslosen kann. Also schreibt von mir aus auch irgendwas komplett anderes rein. Schreibt einfach einen Kommentar und dann seid ihr im Lostopf. Mich würde es aber trotzdem super interessieren, wie ihr diese Aktion findet. Sagt ihr, boah, wir wollen eigentlich alles nur neue Bücher haben. Wieso gibt es uns den alten Schrott? Wie gesagt, ich habe sehr gut aussortiert. Die Bücher sind wirklich in gutem Zustand. Vielleicht haben die mal noch ein Stempelmängel-Exemplar oder sowas drauf. Aber wer öfters mal gebrauchte Bücher gekauft hat oder sowas, der weiß, eigentlich ist das gar nicht so wirklich schlimm. Und ja, ihr bekommt umsonst Bücher nach Hause. Ich meine, hallo? Aber wie gesagt, ich würde trotzdem gerne wissen, was ihr von dieser Aktion haltet. Vielen Dank auch nochmal an Kolea und an Reni für ihren körperlichen Einsatz. Es ist jetzt fast ein Jahr her und irgendwie bin ich denen immer noch was schuldig. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich muss sie, glaube ich, echt mal zu ein paar Bier einladen, weil das war echt eine geile Aktion von denen. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ach, eine Sache hätte ich ganz gerne noch. Derjenige, der es gewinnt, ich würde mich super freuen, wenn derjenige das auf Instagram teilen würde. Wenn er kein Instagram hat, mir einfach ein Foto per Mail oder sowas schickt, dass es angekommen ist und wie er sich vielleicht darüber freut oder sowas. Das erwärmt mir auch immer so ein bisschen das Herz und weiß, okay, es ist an eine Person gegangen, die sich wirklich darüber freut. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ich packe dann noch ein paar Bücher zusammen. Ich habe ja noch ein paar rumstehen und muss gucken, wie ich sie alle in ein Paket logisch zusammenbekomme.